Jawollo, Boys and Girls, Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend gewünscht und herzlich willkommen bei einer neuen kleinen Aufnahme. So, eben Rakete starten hier. Und zwar habe ich mir gedacht, wir spielen heute mal ein schönes gepflegtes Ründchen Outlast. Ich bin ja allgemein für Horrorspiele immer sehr zu haben. Ach, ist noch ein bisschen zu hell. So. Für Horrorspiele immer zu haben und Outlast spielen wir heute in Memoriam sozusagen, weil Outlast ist der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Let's Plays zu schauen und somit letzten Endes auch der Grund, warum ich angefangen habe, selber Let's Plays zu machen. Und zwar habe ich damals den guten Hand of Blood dabei zugeschaut, wie er Outlast spielt und das hat mir sehr gut gefallen. Und seitdem bin ich ein Fan seiner Arbeit. Lest euch das gut durch, liebe Freunde. Schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Also, empfindsame Gemüter sollten hier abbrechen und vielleicht besser mein Bibi und Tina Video schauen gehen. So. Geht los, Freunde. Wie gesagt, ein bisschen kenne ich das Spiel. Hab das jetzt allerdings nicht mehr im Detail auf dem Schirm. So. Mitten in der Nacht suchen wir ein verlassenes Irrenhaus auf. Super Idee. Wir sind ja von der Presse, wir sind Enthüllungsreporter oder sowas in der Art. Und hier gehen wohl offensichtlich nicht ganz keuschere Dinge vor sich. Nicht ganz koschere Dinge vor sich. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fahren da jetzt mal hin, schön mitten in der Nacht, Zappenduster, ins Niemandsland. Super Einfall. Aber die Leute in Horrorspielen, Schrägstrich Filmen, sind ja meistens ein bisschen Banane. Ich für meinen Teil würde einen Scheiß tun und da jemals hinfahren. So, das war schon direkt scheiße. Kein Pförtner da, kein nix. Confidential. 17. September 2013. Von Hasse nicht gesehen an Hasse nicht gesehen. Betreff TIPP. Schrägstrich illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Das ist wirklich ein schweres Wort. Sie kennen mich vielleicht nicht. Also sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was sie auf dem Berg, was hier auf dem... Was? Moment. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Aha, das war der Grund, warum wir hier sind. Gut. Camcorder nicht vergessen. Wichtig, wichtig. Ja, schön, schön. Nachtsicht hat er die genau. Restlichtverstärker. Feine Sache soweit. Kostet aber teuer Geld. Ich meine, so ein Camcorder schön und gut, ne? Aber einer mit Restlichtverstärkung. So, deine Ziele werden in deinem Notizblock-Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelte Dokumente J. Nice. So viel dazu. Ja, sieht äußerst einladend aus, ne? Und da auch dieses ferne Wetterleuchten. Das sind wohl Überreste vom Sonnenuntergang noch. So spät kann es also noch nicht sein. Trotzdem, ey, die ganze Bude und da hinten so ein obligatorischer Krähenschwarm oder was das ist, wirkt definitiv äußerst einladend.
der Ferne heult ein Wolf oder was? Ey, Alter! Jetzt frage ich mich doch, wer dieses Tor zugemacht hat. Oder geschieht das automatisch? Hey, ich werfe einen Schatten. Cool, ich habe einen Schatten. Habe ich auch einen Körper? Ich habe auch einen Körper. Habe ich mich ja letztens noch so drüber gefreut. Hast du ja längst nicht in allen Spielen, ne? Deinen eigenen Körper und so, den du auch sehen kannst. So, was ist hier? Kann ich da nicht rein? Ich will da rein. So, geht doch. Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Erstmal hier, ich bin von der IT. Ich nehme jetzt erstmal Ihren Rechner in Augenschein. Ich habe ja jetzt gedacht, ich könnte hier drin irgendwie die Schranke aufmachen, um mit dem Autowagen weiter reinzufahren. Aber scheinbar ist das nicht vorgesehen. Ich soll hier wohl zu Fuß durch den Nebeneingang. Linke Maustaste schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste und bewege dich vorwärts und rückwärts, um eine Tür langsam zu öffnen. Okay, langsam Türen öffnen. Macht wahrscheinlich weniger Krach. So. Oh Mann, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel selber spielen will. Wenn ich mich nämlich recht entsinne, lebt das hauptsächlich von böser Atmosphäre und frechen Jumpscares. Ah. Ja, mach die scheiß Tür auf jetzt hier. Laber keinen Stüss. Rechte Maustaste, um Camcorder bereit zu machen. Okay, Camcorder ist bereit. Was? Jetzt habe ich schon wieder irgendwas nicht mitbekommen. Wieder in der falschen Sekunde geblinzelt. Ereignis aufgenommen. Was habe ich denn aufgenommen? Kleinen Frosch im Hals. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems, scheiße Mann, ich will diesen Namen nicht mehr aussprechen müssen, unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer auf diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Jawollo. Den werde ich helfen. Achso, das war jetzt die Notiz. Und hier haben wir noch Dokumente. Achso, das war das Ding, was ich ganz am Anfang vorgelesen hatte. Okay. Camcorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Naja. Boah, ist die Maus empfindlich, Alter. Blickempfindlichkeit. Kann man eine ganze Ecke weiter runter, ey. Ist ja Wahnsinn. Übernehmen. Mach hin, ne? Zurück zum Spiel. Gut. Scheint besser zu sein. Alles klärchen. Dann gehen wir mal rein da. In die gute Hütte. In die gute Stube. Kann ich auch rennen? Ja, ich kann auch ein bisschen rennen. Hallo? Voll die Armeefahrzeuge hier? Halte umschalten links, ja, um zu rennen. Das habe ich schon rausgefunden. Danke sehr. So. Mount Massive Asylum. Hübsch, hübsch. Schönen guten Tag. Hier ist natürlich abgeschlossen. Geil. Was hier? Gegensprechanlage? Kann ich da mit jemandem reden? Hallo? Klick, klick, klick. Nein? Okay. Tolle Wurst. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie einen Nebeneingang oder sowas finden. Was sind das hier für komische Armeefahrzeuge? Ich protokolliere das mal. Da und da. So. Okay. Protokolliert für die Nachwelt. Wo muss ich längs? Da scheint eine Kette am Tor zu hängen. Ja, die ist auch so. Ziemlich massiv, mit dickem Vorhängeschloss. Das bringt uns also kein Stück weiter. Da hängt auch eine Kette vor. Scheinbar mögen die hier keine Besucher. Cool. So weit, so gut. Muss irgendwie reinkommen da in den Bau. Kann ich halt Regenrohr hochklettern oder was? Mal testen. Mal gucken. Achso, der kann sich so nach links und rechts lehnen. Okay. Aber am Regenrohr, da wollte er nicht interagieren. Latsch, latsch, latsch. Latsch, latsch.
So, hier ist auch... Ah, aber da ist... Ah, mon Dieu. Was hat sich denn hier durchgequetscht? Das ist ja irgendwie voller Mutantenvieh gewesen sein. So, okay. Schon mal einen Schritt weiter. Prüfen wir erst einmal diese Türe. Natürlich nichts. Wer hätte es gedacht? Oh, da oben ist ein offenes Fenster. Kann ich... Ah! Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben oder unten hinein und heraus zoomen. Ah, das ist natürlich nice. Tatsache ist aber, ich will jetzt erstmal hier den Klettermaxe machen. Denn... Wow, Geräuschkulisse, Geräuschkulisse. Leertaste, um zu springen. Ah, okay, dann, hoppala. Das hat relativ gut funktioniert. Und klettern kann der Dude auch ein bisschen, zumindest. Okay. So. Ich hoffe mal, die Soundabmischung ist in Ordnung. Ich hab den Eindruck, dass der Ingame-Sound ziemlich laut ist. Obwohl ich mein Headset schon, also meinen Kopfhörer, runtergedreht habe. Naja, ich werde das nach der Aufnahme mal prüfen und gegebenenfalls nachregulieren. Aber jetzt habe ich einfach Bock. Wow, schon geht das Licht aus. Ja, sweet. Es ist... Ah ja, ich habe ja hier den Dingsbums. Wie mache ich das denn mit dem Restlichtverstärker? Scheiße. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Naja, okay. Okay. Scheiße. Wie ging das mit dem Restlichtverstärker? Nee. Hallo? Ja, zoomen geht, klar. Aber ist so dunkel hier. Ich habe ein bisschen... Drücke F. Aha. Jawollo. Ah, okay. Gut. Das ist ja schon mal... Zumindest sieht man ein bisschen was, ne? Das hier ist ein zweites Fenster. Ich nehme mal an, durch die Tür hier werde ich wohl durch müssen. Kamera weg. Hat keinen Zweck. Halten wir schön fest und machen die Tür mal hübsch leise auf. Lalala. Kuckuck. Hallo? Jacqueline? Is it you? Ne, Hand of Blood, alten Wemse. Habe ich damals sehr genossen, seine Aufnahmen. Okay, es ist alles ganz schön spooky. Auch wenn hier bis dato... Wenn ich bis dato noch... Junge! Ganz billiger Jumpscare. Ganz, ganz billig. Aber nicht mit mir. Davon lasse ich mich doch nicht ins Boxhorn jagen. Lasse ich mich doch nicht. So. Okay. Hello. Okay. Schöne lange Korridore. Enge Stelle. Da kann man sich hindurchschlängeln. Okay. Ich schlängel mich. So. Oh. Ganz schön viel rotes Zeug auf dem Boden. Man könnte es für Blut halten. Oh Gott. Das ist meine eigene Hand. Schönen guten Tag. Drücke was? Linke Maustaste zum Schließen. Ne, schließen wollte ich die eigentlich nicht. Noch ist ja niemand hinter mir her. Ich denke aber, dass ich hier... Guck mal, da ist eine linke Maustaste. Batterien. Für das Infrarotlicht des Camcorders. Batterien wechseln, indem man R drückt. R für Reload. Alles klärchen. Okay. Dumm. Schön anbleiben. Komische Funzel. So. Tut. Hallo. Guten Tag. Wer hat denn hier sein Telefon nicht aufgelegt? Linke Maustaste, um Dokumente zu nehmen. Oh, da ist was zum Vorlesen. Moment. Ah, Leute. Worauf habe ich mich wieder eingelassen? Ich meine, ich liebe Horrorspiele, aber ich hasse sie gleichzeitig auch. Gesammelte Dokumente. Klick. Projekt Wallrider. Krankenbericht von William Hope. Okay. Murkoff hast du nicht gesehen. Projekt Wallrider. Mount Massive. Fallnummer hast du nicht gesehen. Patienteninitialien. WPH Billy.
Datum 14.10.2013, erste Patientenbefragung am 12.04.2009. Alter des Patienten 19, Geschlecht männlich, behandelter Arzt Dr. Karl Houston, in Klammern DBNR, kleine Ahnung, was das heißen soll. Therapiestatus: Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Ach du Scheiße. Diagnostik: Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmetische REM-N-REM-Zyklen. Lachen in N-REM-Phase. Das sind, glaube ich, Schlafphasen, ne? Anmerkungen: Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Wall Raider Mount Massive CEO, hast du nicht gesehen? Meine Güte, Psychiatric, was für ein Wort. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das richtig ausspreche. Was? Manchmal machen mich diese Atmosphäreneffekte hier, dieses Niam von gerade irgendwie völlig kirre. Oh, diese Fußspuren, waren die gerade schon da? Also die Blutflecken ja, aber die Fußspuren? Hallo? Moment mal, hier, da habe ich mich durchgezwängt. Da bin ich erst hier rein. Da habe ich die Batterie gefunden, richtig. Ich nehme mal an, die Fußspuren waren schon da, ne? Sonst wäre das schon reichlich gespenstisch. Und da ist einer auf dem Scheißhaus offenbar. Der braucht Privatsphäre. Oh. Oh. Okay, dann gehe ich erst rechts rein. Gehe ich erstmal hier gucken. Hallo. Cola, drink it. Ja, was auch sonst, ne? Was ist das denn für ein Gro... Da ist doch wieder was in den Luftschächten. Bin ich hier wieder bei Alien? Ich hab ein bisschen Schiss. Ja gut, das ist Sinn und Zweck der Sache, ne? Ich spiele ja hier ein verwahrtes Horrorspiel. Ich muss Schiss haben. Ja, Freunde. Please avoid contamination. Wash your hands. Dieser Tipp wird niemals aus der Mode kommen. Aber gerade... dieser Tage ist es umso essentieller, dass ihr euch die verwarzten Flossen wascht. Ah, okay. Spiel will offensichtlich, dass ich selber in die Lüftungsschächte steige. Wieso tropft da Blut von der Decke, Alter? Was ist hier passiert? Das ist ja nur dezent ekelhaft, ne? Da ist noch mehr Suppe. Ja komm, ich gehe jetzt erstmal aufs Scheißhaus. Jetzt will ich mal wissen, wer da randaliert hat. Oder? Kann ich hier lang? Ne, das habe ich befürchtet. Okay, aufs Klo. Ist jetzt auch zu. Oh je, da muss aber wirklich einer. Da hat aber einer Verdauungsprobleme. Wenn er den kompletten Raum abriegelt. Ist das hier eigentlich eine Unisex-Toilette? Naja. Völlig egal. Ob Männlein oder Weiblein, beim Scheißen stinken wir alle. Okay, dann werde ich da wohl reinhoppen sollen. Cool. Zappen. Ah ne, hier ist auch schon Sackgasse. Gut, da geht's nicht weiter. Wer bist du denn? Ich hab dich auf Film, Alter. Warte mal. Das ist doch der Raum. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, überhaupt zurückzugehen. Ich mach das jetzt aber mal. Der ist ja hier reinmarschiert, der Dude. Ach, jetzt hat er mich eingeschlossen. Ja, okay. Ich soll offensichtlich straight geradeaus gehen. Ist mir aber auch ganz recht. Bei Horrorspielen mag ich es gerne so ein bisschen linearer. Da
Dann weiß ich immer, dass ich die Stunden lang mich im Kreis drehen muss, weil ich irgendeine Scheiße übersehen habe. So. Oh, da ist doch schon wieder einer lang gehuscht, oder? Hab ich gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Da vorne meine ich. Okay, hör doch mal auf so zu röcheln. So, cool. Cool. Meine, die ist verbarrikadiert. Das sieht man doch. Das sieht man doch auf den ersten Blick, sieht man das doch. Aha, und hier so? Oh, Junge! Scheiße! Was zur Hölle? Du hast doch gerade noch an der Decke gebaumelt, oder? Boah. Boah, okay. Die Geräuschkulisse, die Geräusch... Da hängt der nächste Dude. Die Geräuschkulisse ist ja wohl der Wahnsinn. Oh, hat der keinen Kopf mehr? Der hat keinen Kopf mehr. Boah. Leute, ich habe das Gefühl, das wird hier ultra brutal. Aber ultra. Da hängt noch einer. Ach du Scheiße, Alter. Wow. Da haben sie einen gepfählt. Ah. They killed us. Ja. The variants. Oh, die Köpfe hier im Regal. You can't fight them. You have to hide. Ja. You can't unlock the main doors from security and control. Oh, armes Schwein, verreck doch. Get the fuck out of here, ja, halte ich für eine super Idee. Okay, jetzt ist die arme Sau, jetzt ist er wohl tot. Oh Gott, ich muss auf meine Batterien achten, meine Batterien gehen alle. Und da stehen die ganzen abgetrennten Köpfe im Regal. Ja, ich muss aber ab und zu mal... Ich brauche aber ab und zu mal ein bisschen Licht, ne? Hast du noch irgendwas am Mann? Kann ich dich looten? Eine Knarre vielleicht oder so? Nee. Geht natürlich wieder nix. Ist ja klar. Okay, das war... Kuckuck. Hallo? Ah, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn er mit seinen eigenen Pfoten hier nach Türrahmen grapscht, etc. Okay. Das geht schon direkt mal, greift einem das gut an die Nerven, ne? Er atmet auch sehr unregelmäßig gerade. Ich würde da jetzt reingehen, ne? Aber ich mache sicherheitshalber erstmal Kamera. Püdi. Ja, die Batterie macht nicht mehr lange. Uah, Alter, mach doch langsam. Hier ist es zappenduster. Hier ist es wirklich zappenduster. Und daher guckt ein Arm aus der... aus der Toilette. Witzig. Ganz ein witziges Volk. Lalala. Cool. So. Und hier so? Ja, auch dicht. Aufgesloten. Da liegt auch nur Gerümpel im Durchgang. Wer ist denn der Dude hier an der Wand? Kennen wir uns? Da steht doch irgendwas drunter. Father Thomas Witter, 1966. Dich kann ich überhaupt nicht identifizieren. Gut. Okay, dann müssen wir wohl hier durch. Little Faith. Oh, was bist denn du? Das ist Jacqueline! Das ist Jacqueline! Oh, scheiße. Und du? Ach, das ist doch der Pater jetzt, ne? Scheiß die Wand an, Alter. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Das ist mein Camcorder. Guard your life, son. Fixgriffel da weg. You have a calling. Okay. Ist der jetzt wieder abgehauen? Muss wohl. Uiuiui, den haben sie aber auch gut zerfetzt hier. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen.
Jo. Also kurz zur Erklärung, warum ich diesen Dicken als Jacqueline bezeichne. Das ist auch Hand of Blood geschuldet. Der hat dem Typen diesen Spitznamen verpasst. Jacqueline, is it you? Oder auch der Dicke? Also Leute, wenn ihr Bock habt, ne? Gönnt euch mal Hand of Blood. Der Typ ist geil. So, und ich gehe jetzt mal pissen. Okay, Freunde. Was zur Hölle geht hier ab? Warum haben die alle keine Köpfe mehr? Okay. Was steht da? Proclaim the Gospel. Verbreitet die frohe Kunde. Oh, hier haben sie auch so einen komischen Filmgriesel-Effekt drin, sehe ich gerade. Stehe ich ja eigentlich gar nicht drauf. Warte mal. Wählen wir den noch los? Allgemein Grafik. Texturen, Schatteneffekte. Steht jetzt hier nicht so. Steuerung, ja, mit Steuerung wird davon nichts zu tun. Ne? Texturen sehr hoch, Schatten sehr hoch, Effekte sehr hoch. V-Sync ist an, Vollbild ist an, Auflösung Full HD, Gamma-Wert 2.2. Hab mich gar nicht damit auseinandergesetzt, wie das Gamma. Naja, egal, wird schon passen. Sprache, Tutorials, Zielhilfe, bla bla bla. Ja gut, dann hat die Grafik eben so einen Filmgriesel-Effekt. Ist mir doch Wurst egal. Cool. So. Ey, du hast ja noch einen Kopf, Junge. Glückwunsch dazu. Ja, aber fit bist du auch nicht mehr, ne? Ja gut. Kein Wunder. Guck mal hier, was zu lesen. Ich freue mich. Und das ist auch immer schön, wenn man aus seiner Zigarette den Filter rauszieht. Egal. So, was haben wir hier? Guckst du Dokument? Wenn du guck. Nee. Hä? Doch, das ist neu. Okay. Bla bla bla. Psychiatriezentrum Mount Massive. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Ja, stimme ich soweit zu. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ja, passt schon. Gut. Aber hier ist auch nirgendwo ein Knöpfchen, mit dem ich die scheiß Tür aufmachen kann. Wäre ja auch zu einfach, ne? Was mache ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Da bin ich runtergesaust. Butz. Okay, dann gehen wir jetzt mal, versuchen wir mal systematisch vorzugehen. Hier einen Raum nach dem anderen abklappern. Oh, ist wieder reichlich Duster. Hallo? Kuckuck? Du bist tot? Ja, hoffentlich. Komm jetzt nicht auf die Idee, mich anzuspringen. Schön da liegen bleiben. Was haben wir da? Ein Walkie-Talkie. Ach nee, eine Batterie liegt da. Mit dem Walkie-Talkie kann ich leider nichts anfangen. Schade. Na 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 na. In Schränken rumwühlen ist auch nicht. Sekunde, ich muss da mal kurz hier mit meiner Zigarette regeln. Der Filter jetzt raus ist. Nervig. Dann mache ich die jetzt auch eben aus. So ein Käse. So. Goodie. Da ist nichts.
Da ist nichts. Okay. Ich würde ja einfach die Scheibe... Obwohl geht nicht. Haha, die Scheibe ist mit so einem Gitter durchzogen. Ja, sonst hätte ich gesagt, einfach Scheibe einwemsen und raus hier. Aber wir sind ja hier in der Klapse. Die Leute sollen ja nicht so schnell und einfach hier raus, ne? Dann ist wahrscheinlich hier die Telefonzentrale. Da sitzt noch ein Dude in der Ecke. Und regt sich nicht mehr. Schade für ihn. Oh, wieder riesiger Blutfleck. Matsch. Es matschte sogar, als ich durchgelaufen bin. Ist hier was in der Ecke? Irgendwelche Goodies zum Abgreifen? Q oder E gedrückt halten, um die zur Seite zu lehnen. Ah, warum sagt ihr mir das jetzt an dieser Stelle? Das hat doch was zu bedeuten. Oh, da sitzt... Da sitzt einer im Roll... Oh, der zuckt noch. Oh, shit. Hey, Kollege. Warte mal. Ach, das ist diese Eingangshalle, ne? Und das hier wird... Ja, das ist abgeschlossen, war klar. Da hinten geht's auch noch lang. Gut. Ja, schönen guten Tag. Ich bin's, der Schmidi. Und, mit dir alles okay? Kollege, kannst du mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Hier gehen ja durchaus merkwürdige Dinge vor in diesem Asylum. Alles gut bei dir, Kumpel? Der springt mich doch jetzt an, oder? Der krapscht doch jetzt an mir. Kollege, hör mal, du siehst ganz schön scheiße aus. Was haben sie mit dir gemacht? Die Haut und so, ne? Und da gucken Knochen aus dir raus. Die hat ein normaler Mensch gar nicht. Alles gut? Kumpel? Sag doch mal. Junge, was ist mit dir? Ich nehme dich mal auf für die Nachwelt. Obwohl, ich muss natürlich auch auf meine Batterien achten. Hey, mein Freund. Ich kann mit dem nicht interagieren. Aber der tut mir auch nichts. Der sitzt einfach nur da und ist irgendwie völlig weggetreten. Gut. Bleib schön da sitzen. Komm mir jetzt bloß nicht hinterher, oder irgendwie so eine Scheiße. Oh, Kacke! Was ist denn mit euch? Hallo? Okay. Die chillen. Was? Was ist jetzt passiert? Scheiße. Moment. Notizen? Ah, okay, ich habe sogar zwei ungelesene Notizen. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr wollt ja wahrscheinlich auch ein bisschen nachvollziehen können, was hier eigentlich vor sich geht. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar, tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Ha, business as usual, ne? Ist völlig ungewöhnlich. Völlig gewöhnlich. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Ja, geiler Verein. Gefällt mir. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein, erzählte mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirb dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich gekommen bin. Okay, ich habe heute echt Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Ah, gibt's Tage. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Das ist jetzt die neueste Notiz, die habe ich gerade erhalten. Eine Reihe gerochener Männer, die man wahrscheinlich gebrochener Männer, starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Spooky. Arme Schweine, echt. Gut. Okay, da ist wohl von euch die Rede, ne? Ihr seid nur noch eine Hülle. Ja, okay. Ja, Geräuschkulisse? Ist der Dude? Ist der dort? Ah, okay. Ich hab gedacht, der steht jetzt hinter mir. Und ihr so? Hallo? Da ist noch einer. Magst du mit mir reden, Kumpel? Hallo? Ja, ich weiß, ich stehe im Bild, aber... Sprich doch mal mit mir. Oh, Kacke, Leute, ey.
wie aus der sieht. Und spielt er sich da eine Klöten rum? Du hast doch gar keine Hand mehr, so wie das aussieht. Nur noch so stumpfe. Oh Gottes Willen. Und er? Er will gar nichts mehr sehen oder hören. Oh Leute, die Geräuschkulisse. Ich muss hier raus. Ich muss aus diesem Zimmer raus. Aber schleunigst. Ah, da müsste ich drunter herkrabbeln können. Ja, komm, bück dich. Morning. Exit. Hallo. Da sitzt da auch noch einer, oder? Aber ich glaube, der ist hinüber. Das sieht so aus, als hätte der keinen Kopf mehr. Okay, Geräuschkulisse. Kriegt sich langsam wieder ein, aber dann schon dieses hektische Geatme von dem Dude hier, ne? Also von uns. Das macht einen ja schon kirre genug, wa? So, hallo, mein Freund. Du hast, was ist das? Ist das so eine Schlüssel? Ja, eine Schlüsselkarte. Zack. Mille grazie, mein Freund. Okay. Gesammelte Objekte. Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Cool. Ich habe nur den scheiß Sicherheitsterminal oder das Terminal noch gar nicht gefunden. Hüpf. Da liegt doch. Da blinkt doch was. Da liegt doch was. Warum kann ich denn da nicht durch? Ah, ich glaube, das ist eine Glasplatte in dem Tisch, ne? Nehme ich mal an. Oder muss ich da irgendwie reinkriechen? Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein Zugang. Ja. Bück dich, du Stück. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nehmen wir mit. Batterie. Die werden wir noch brauchen, nehme ich an. Okay. Mach dich mal wieder gerade. Gut. Hey, hier werden wir nicht rauskommen. Hier werden wir nicht rauskommen. Nein. Okay, dann haben wir ja nur noch die Möglichkeit, hier nochmal zurück zu latschen. Bücken. So, brav. Und ihr so? Ihr seid aber echt ein anspruchsloses Publikum, muss ich sagen. Ne? Also Bildrauschen finde ich ja persönlich jetzt nicht so spannend. Aber wo kommt eigentlich dieses analoge Bildrauschen im Jahr 2013 noch her? Naja, nicht zu viel nachdenken, ne? So, und der Kollege, der hockt da immer noch völlig unbeteiligt. Willst du mir irgendwas sagen? Ich meine, wir gucken... Alter! Junge! Panik! Jetzt mit dem Maus wackeln oder was? Ja, geh weg, genau. Tritt den Typen aus dem Leben! Mach den... Alter, erschreck mich doch nicht so! Kommst du jetzt mal wieder runter? Junge. Okay, ich sag mal, die Jumpscares sind geil, ne? Mir fehlt zwar immer noch so ein bisschen das Gänsehaut-Feeling, was andere Horrorspiele sehr schön generieren können. Aber man erschreckt sich gut. Okay. Ich habe jetzt die Schlüsselkarte für irgendein Sicherheitsterminal. Wenn ich dieses scheiß Terminal nur mal finden würde. Ich hätte jetzt gesagt, das ist da... Vielleicht hier? Ne? Ich hätte jetzt gesagt, das ist da, wo der Dude hier hockt, da direkt geradeaus, aber... Da war ja nichts Ungewöhnliches. Oh, geiler Bildschirmschoner. Sehr hübschig. Da war gerade eine Texteinblendung, ich habe sie nicht lesen können. Tut. Bist du ein Sicherheitsterminal? Sag mal. Nee, bist du nicht. Und du? Du redest wahrscheinlich auch nicht mehr mit mir. Sieht nicht danach aus, als ob du mit mir reden wollen tätest. Okay. Gut, der liegt jetzt wahrscheinlich da um die Ecke. Aber hier konnte man ja auch noch längs, ne? Da scheint alles verbarrikadiert zu sein, diese Büros. Ja, ist er. Wer hatte eigentlich die Zeit, die Türen hier zuzunageln? Naja, whatever. So, das hier ist ein Aufzug. Da geht's runter in den Keller. Nach oben geht es nicht, da ist alles vergittert. Folglich müssen wir wahrscheinlich mit dem Aufzug fahren. What? Entschuldigung, das habe ich nicht gewollt. Geht's Ihnen gut da unten?
Ich hoffe, Sie sind nicht allzu hart gelandet. Ich werde bestimmt bei Gelegenheit mal runterkommen und gucken, ob Sie noch leben, aber jetzt gerade nicht. Was passiert, wenn ich hier nochmal drauf drücke? Kommt mir dann noch einer entgegen? Nee, passiert gar nichts. Okay, Aufzug offensichtlich außer Betrieb. Ah, scheiße, Dreck, Junge. Trippel, trippel. Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen Q oder E gedrückt hältst. Jo, kann ich. Aber ich guck besser mal vorwärts. Da war nämlich schon wieder so ein Typ, der sich ein bisschen aggressiv gebärdet hat und dann da hinten... Ah, scheiß aus. Und dann da hinten verschwunden ist. Aber jetzt gehen wir erstmal gucken. Oh, Gottes Willen, da hat aber jemand seine Tage. Da hatte aber jemand seine Tage. Der Tamponwechsel war jetzt nicht so ganz, ne? Oh Gott, und dann anschließend noch mit dem Kopf, mit Schmackes vor die Wand. Mhm. Putzutensilien. Will ich mir das Tampon angucken? Also das muss ein Elefant gewesen sein, der hier sein Tampon gewechselt hat. Obwohl die Spuren nachzuurteilen? Vielleicht doch nicht. Gucken wir erstmal hier rein. Alter! Alter, hier ist schon wieder so ein Upper Arm im Klo. Was macht ihr denn? Kocht ihr euch da ein Süppchen? Im Porzellan? Oder wie läuft das hier? Komm, jetzt zeig's mir. Witness. Aha, ein Zeuge. Ja, okay. Zeugen müssen natürlich weg, wenn man ein Verbrechen begangen hat, ne? Ach so, nee. Nee, Witness. Na gut, gehen wir einfach mal davon aus. Der ist über die Wupper. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir alles überhaupt nicht hier. Und das hier ist... Was hängt denn? Zettelfigelgröße. Alter, schon wieder Abköppe. Gedärme, Gliedmaßen, Rumpf. Junge. Die sind hier offensichtlich spontan zum Kannibalismus übergegangen, wa? Da ist wieder einer mit dem Appenkopf. Der muss dem ja explodiert sein. Der Kopf muss dem doch weggesprengt worden sein. Wenn man sich die Blutspritzer hier so anguckt. Also ich bin nicht von der Forensik und so, ne? Aber ich kann auch eins und eins zusammenzählen. Okay, der Kopf ist noch dran. Dann nehme ich mal an, da haben sie ihm die Kehle aufgeschlitzt. Und dann Spratz. Leute. Wie spät haben wir es? Ist gerade mal Viertel vor sieben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die Nacht wäre schon weiter vorangeschritten. Gut, also echt sehr hübschig. Sehr, sehr hübschig hier in dieser ominösen Anstalt. Aber unser einer ist ja unerschrocken. Ah, oh, ah, Security, Junge, geil. Und ich habe doch jetzt so eine Keycard für so ein Security-Hauptterminal. Okay. Linke Maustaste. Jawohl. Zack. Mach, ah. Hallo, der ist hinüber. Habe ich das Bedürfnis. Oh ja, bitte. Mach diesen dicken Riegel. Nein! Den dicken, fetten Stahlriegel. Den würde ich gerne wieder. They lie. Sie lügen. Wer auch immer. Trotzdem. Die Stahlriegel, das wäre so schön. Okay, das ist wohl die Sicherheitszentrale. Und hier. Linke Maustaste, um den Haupteingang zu öffnen. Ja, bitte. Wir öffnen jetzt den Haupteingang und dann ist der Drops gelutscht. Accessing Security System. Oh. Ach, der komische Pater wieder. Hey, Bro. Was? Ey, bist du denn narrisch, Kollege? Neues Ziel. Starte den Generator im Keller neu. Wie jetzt? Verstecke dich im Schrank. Was? Wieso? Vor wem? Schrank? In dem Schrank? Ah jo, das geht sogar. Oh. Jacqueline. Oh, scheiße, Freunde. Okay.
In den anderen Schrank hat er reingeguckt, aber... Wow, in meinen nicht. Ja, geh mit Gott, aber geh. Boah, nee, Dicker, du willst da jetzt nicht Siesta machen, oder? Komm, ja, genau. Husch, 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 schön weggehen. Schön weggehen. Oh. Okay. Drücke linke Maustaste zum Verlassen. Ich drücke mal. Scheiße, Leute. Dieser Arsch von Priester hat den Strom abgestellt, sodass ich hier per Security Terminal den Haupteingang nicht einschalten konnte. Und hier ist es komplett dunkel. Naja, bis auf das da hinten. Oh, scheiße. Okay, der Dicky ist hier lang gelatscht. Wenn der Dicky hier lang gelatscht ist, muss es hier eigentlich noch einen Weg geben, ne? Okay. Hallo? Dickerchen? Bist du hier? Oh, scheiße, ist das dunkel hier. Neue Batterie. Scheiße. Noch eine Leiche. Linke Maus, Dokument aufnehmen. Okay, neues Dokument. Profitabilitätsbericht Projekt Wallrider. Sehr geehrte Raben und Bären, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial vom Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die 4 Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was zum Fick treiben die da? Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sie sich der morphogenetischen Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat, Murkoff Schadensabteilung, okay. Was seid ihr denn für eine kranke Konzernfotzengesellschaft? Ekelhaft. So. Da kam ich rein, hier gehe ich raus. Morning. Okay, aber ich nehme an, das hier wird auch nicht aufgehen. Überraschung, es geht nicht auf. Na, 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 na. Warte mal, hier ist doch auch noch eine Tür. Die ist zu. Da bin ich gerade durch. Okay, schade. Dann traben wir erst noch mal ein Stück zurück. Scheiße. Ich weiß, was als nächstes ansteht. Ab in den Keller. Und das, liebe Freunde, ab in den Keller und so, das machen wir dann beim nächsten Mal, ne? Aber ich muss sagen, Spiel gefällt mir jetzt schon sehr gut. Damals das Let's Play war geil, aber da habe ich natürlich auch nicht hundertprozentig die ganze Zeit aufgepasst, ne? Und jetzt habe ich auch echt Bock auf das Game. Ich habe echt Bock auf das Game. Jedoch... Ich will das genießen. Deswegen spiele ich das in kleinen Häppchen, so immer mal wieder hier ein bisschen, da ein bisschen. Ah, Geilomat. Ich sag mal speichern und beenden und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Boys and Girls, Ladies and Gentlemen, liebe Kinder, ich habe euch alle lieb und macht's gut, ne? Tschüss.